Bis zuletzt bestand Serpa auf Freiheit für Nancy Chelvonjo, seine Lebensgefährtin. Ich glaube, für Serpa war Nancy Chelvonjo eine absolute Schlüsselfigur. Ich glaube, er hätte die Botschaft nicht verlassen, ohne die Zusicherung, dass Nancy freigelassen würde. Serpa hatte seinem kleinen Sohn einen Brief geschrieben. Mein lieber Junge, wenn ich eines Tages die japanische Botschaft verlasse, dann deshalb, weil ich erreicht habe, was du dir erhoffst und wovon du träumst. Die Freilassung deiner Mutter aus dem Gefängnis. Dann komme ich nach Hause, um sie zu sehen und sie zu berühren, mit ihr zu spielen, in ihren Armen zu sein. Wenn du deiner Mutter schreibst, sag ihr, dass ich sie mehr denn je liebe. Alles Gute, dein Vater. I love Papa. Your dad. Von politischer Überzeugung und Liebe getrieben, handelte Serpa wie ein verzweifelter Idealist. Aber über 3 Monate lange Verhandlungen hatten zu nichts geführt. Der kubanische Präsident Fidel Castro hatte Serpa und seinen Genossen Asyl angeboten, wenn sie ihre Geiseln freiließen. Jetzt war Serpa bereit aufzugeben. Serpa besprach sich mit den anderen. Das Mikrofon, das in der Kaffeekanne versteckt war, übertrug jedes Wort an Montesinos. Tú eres el líder, ¿no? Se supone que tienes que quedarte hasta el final. Abandonar la residencia sería como capitular ante ellos. Pongamos la voto. Mi voto es por abandonar la lucha. Y el mío es por continuarla. Por la liberación de todos nuestros camaradas en prisión. ¿Quién está conmigo? Somos 3 contra 1, Serpa. No quedamos. Die Guerillas sind gespalten. Die Anspannung zehrt an den jungen und unerfahrenen Revolutionären. In ihrer Verzweiflung wandte sich eine von ihnen an Pater Wicht. Ich sah, wie eines der Mädchen aus dem Fenster schaute. Als sie sich umdrehte, hatte sie Tränen in den Augen. Ich fragte sie, was los sei. Padre, a mí me dijeron que esto iba a durar 2 o 3 días. Pero ya han pasado 4 meses. Yo ya no quiero estar acá. Tranquila, muchacha. ¿Cómo hago para salir? Dios perdona nuestros pecados, nuestros errores. Solo Él puede ayudarnos. Vamos a rezarle a Dios. Poco a poco comprendieron que éramos gente pacífica. Schritt für Schritt verstanden sie, dass wir friedliche Menschen sind, gute Menschen. Und Schritt für Schritt kamen wir alle uns näher. Das beunruhigte Serpa. Sie fasste sich, wurde auf einmal wieder zur Kämpferin und ging zurück. 20 Minuten sind vergangen, seit Montesinos mit seinem Angriffsplan begonnen hat. Jetzt sind die Einheiten bereit. 3 verschiedene Tunnel ermöglichen den Einheiten Positionen für Überraschungsangriffe von vorn, von hinten und von der Seite des Gebäudes. Ein 4. Tunnel führt unter den Ballsaal. Dort werden die Sprengladungen angebracht. Die erste Explosion soll jeden im Ballsaal im Erdgeschoss töten. Makaber ist, dass die Tupac Amaros ursprünglich dort die Geiseln festgehalten hatten.
Aber eine unerwartete Spontanentscheidung Serpas hat der Regierung in die Hand gespielt. Präsident Fujimori hatte der Welt verkündet, er würde die Tupac Amaru-Geiselnahme mit Verhandlungen und Diplomatie lösen. Er traf sich in Toronto mit dem US-Präsidenten Bill Clinton und dem japanischen Premierminister und versprach, die Geiselnahme ohne Blutvergießen zu einem Ende zu bringen. Als Serpa dann aber hörte, dass Tunnel gegraben wurden, merkte er, dass er von Präsident Fujimori reingelegt wurde. Äußerst verärgert trat Serpa vor die Presse. Wütend griff Serpa die Regierung an und drohte wieder mit der Ermordung der Geiseln. Fernsehteams sendeten die Story in alle Welt. Die Sicherheit der Geiseln stand nun auf Messers Schneide. Serpas nächste Aktion war ein Geschenk für Montesinos. Sie schickten uns alle in den zweiten Stock. Das war seine Reaktion auf den Tunnelbau. Wir wurden alle im zweiten Stock zusammengetrieben. Serpa schickte die Geiseln nach oben und verteilte seine Guerillas unten im Ballsaal, damit sie Widerstand leisten konnten, wenn die Sondereinheiten das Gebäude stürmten. Diese Entscheidung sollte festlegen, wer überleben und wer sterben sollte. Die Guerillas spielen direkt über dem Tunnel, der voller Sprengstoff ist. Giampietri signalisiert Montesinos, er solle sich bereithalten. Aber vor dem Start des Angriffs muss Giampietri sich vergewissern, dass keiner der Terroristen nahe genug an den Geiseln ist, um sie umzubringen. Die Geiseln oben im Nebenzimmer wissen nichts vom bevorstehenden Angriff. Arglos lädt Pater Wicht einen der Guerillas zu einer Partie Schach ein. ¿Quieres jugar? ¿Qué es? Se llama ajedrez. Es un juego de estrategia. Nach vier Monaten rechnet kaum noch eine der Geiseln mit einem Rettungsversuch. Jaque. Oder sogar mit dem Überleben. Im Erdgeschoss im Ballsaal sind die Tupac Amaru-Rebellen durch ihr Fußballspiel abgelenkt. Ein Stockwerk höher wartet Giampietri auf einen günstigen Augenblick, das Angriffssignal zu geben. Noch sind zu viele Terroristen in der Nähe der Geiseln. Weniger als eine halbe Stunde bleibt in einem Drama, das sich schon über vier Monate erstreckt. Die meisten Tupac Amaru-Guerillas spielen im Ballsaal der Residenz des japanischen Botschafters Fußball. Oben sind 72 Geiseln. Peruanische Sondereinheiten verstecken sich seit eineinhalb Tagen in unterirdischen Tunneln und warten auf den Befehl zuzuschlagen. Aber der Geheimagent Admiral Luis Giampietri hat ein Problem. Zu viele Guerillas bewachen die Geiseln, als dass die Rettung erfolgreich sein könnte. Dann lässt der Guerillaführer Nestor Serpa die Wachen oben zum Fußballspielen runterbringen. Nur um Fußball zu spielen, hat Serpa einen entscheidenden Fehler gemacht.
Der einzige Guerilla, der oben bleibt, positioniert sich vor einem riesigen Fenster. Ein leichtes Ziel für Scharfschützen, die sich auf den Dächern rund um die Residenz befinden. Montesinos Befreiungsschlag ist vorbereitet. Kein Plan ist narrensicher, aber Montesinos hat mit bewundernswerter Schlauheit alle Eventualitäten bedacht. Offiziell hatte Montesinos intensive Verhandlungen geführt. Aber das alles war ein Bluff. Die fruchtlosen Gespräche dienten einfach dazu, ihm mehr Zeit zu verschaffen. Serpa ließ japanische und andere Journalisten in die Botschaft. Die Tupac Amarus führten ihre Waffen und ihre wertvollsten Gefangenen vor. Serpa verkündete, dass der peruanische Außenminister Francisco Tudela als erster hingerichtet würde, sollte es einen Rettungsversuch geben. Serpa wusste nicht, dass unter den Journalisten Montesinos Geheimagenten waren, die präzise Videoinformationen für einen Angriff sammelten. Der Geheimdienstchef musste auch sichergehen, dass die Terroristen das Gelände um das Haus herum nicht vermint hatten. Deshalb ließ er um die Residenz des japanischen Botschafters hunderte von Ratten als lebende Minensuchgeräte aussetzen, aber es gab keine Minen. Montesinos wusste nun, dass er sowohl über- als auch unterirdisch einen koordinierten Angriff starten konnte. Giampietri rät Montesinos, die Chance zu ergreifen. 15-10. Arriba uno solo. Uno solo en el pasadizo. Abajo. 13. Cambio. Indicar si puedo ya comenzar a hacerle preparativos para la gente. Während der Geiselhaft hat Admiral Giampietri nur wenigen vertraut. Jetzt müssen die anderen Geiseln über den Rettungsversuch informiert werden. Unter ihnen Perus Außenminister Francisco Tudela, die wertvollste Geisel der Tupac Amarus. Die Idee war, je weniger davon wussten, desto weniger konnten dagegen sein und uns aufhalten. Ich sagte ihnen, sie sollten die Tür aufmachen. Sie sahen mich an. Sie sind verrückt. Die holen uns raus? They're coming for us. Es gab sarkastische Witze über Rettungsaktionen. Deshalb dachte ich, als ich hörte, wir sollten befreit werden, es wäre ein Scherz. Vier Monate lang hatte Pater Wigt Gewaltlosigkeit gepredigt. Er weiß, wenn er Giampietri hilft, werden vielleicht viele sterben. Vielleicht auch er selbst. Nun aber muss sich der friedliche Jesuit entscheiden. Juan Julio, tienes que ayudarme a mover el escritorio. Es war eine schreckliche Prüfung, aber wir beschlossen, Widerstand zu leisten. Pater Wigt hat sich entschieden. Er hilft, den Schreibtisch beiseite zu schieben, der für die Flucht im Wege stand. Plan der Sondereinheiten ist, die Geiseln durch diese Terrassentür zu befreien. In der Nacht davor hatte Giampietri an seine Familie geschrieben. Er wusste, bei einem Angriff auf das Gebäude würden die Tupac Amarus töten. Und als hochrangiger Militär würde er als einer der Ersten erschossen. Ich schrieb mein Testament und meinen Abschiedsbrief an die Familie. Es gab einen gewaltigen inneren Zwiespalt. Buchstäblich sein oder nicht sein. Wir wussten alle genau, dass der Staat Peru den Terroristen nicht nachgeben konnte. Gleichzeitig aber wollten wir alle leben. Besonders